Wir waren gerade dabei, uns zu streiten. Der Tourabbruch stand schon im Raum. Und dann hat der Fisch halt gesagt, Leute, entspannt euch. Ich bin ja da. Ja, also manchmal entscheidet der Fluss. Nee. Der Fluss entscheidet immer. 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 Jo, gleiche Stelle wie letztes Jahr. Es ist mittlerweile wieder Winter. Es geht wieder los in ein richtiges Abenteuer. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Aber wir haben eine Ahnung davon, wer mit uns kommt. Und das erzählt euch jetzt der Sascha. Ja, gute. Also, wie gesagt, wir sind ja dieses Mal nicht nur zu zweit unterwegs, sondern A, haben wir einen ganz speziellen Begleiter dabei, und zwar den Chess, den Hund vom Sven. Und B, wir treffen jetzt unterwegs noch einen Kollegen von uns. Ich glaube, das ist der Cringe. Weil der ist immer ziemlich grün im Gesicht und den treffen wir jetzt unterwegs. Und was es mit der Farbe grün auf sich zu tun hat, das seht ihr dann, wenn wir jetzt die 2 Stunden Fahrt hinausgebracht haben. So, erstes Etappenziel ist erreicht. Der Sascha hat euch das ja schon gesagt. Da fährt jetzt gleich so ein grüner Mensch mit. Der Grinch. Der Grinch. Und deswegen gucken wir jetzt gerade mal, wo der geparkt hat. Er reist auch mit Anhänger. Ich sehe ihn schon von weitem. Jawohl, ich schwenke um, ich sehe ihn. Jawohl. Jawohl. Da ist er, der Kollege. Guck dir den an, ey. Oh mein Gott. Hier ist unser Mitfahrer. Sascha sagt Grinch, ich sag einfach der Hannes. Ja, der hat ja auch keine grüne Klamotte an, also von daher ist der Grinch Vergangenheit. Hier irgendwo muss was Grünes sein, hier. Ja. Für mich ist es auf jeden Fall was ganz Besonderes, weil ich habe jetzt gestern mit Hannes telefoniert. Wir haben uns überlegt, wann wir zum letzten Mal gemeinsam wirklich eine komplette Tour gemacht haben. Und das ist schon mindestens 5, eher 6 Jahre her. Und deswegen ist schon alleine deswegen die Tour was ganz Besonderes für mich. Deswegen kann es eigentlich gar nicht schlecht werden. Es wird auf jeden Fall wieder ein Erlebnis, zusammen draußen zu sein. Ja, vor allen Dingen auf Schlauchboot-Tour. Du hast eben gesagt, glaube ich, 6 Jahre. Das war aber eine Tour mit einem großen Boot. So richtig Schlauchboot und ab in den Dreck und das noch für 2 Wochen. Das ist schon viel, viel länger her. Und es wird einfach mal wieder Zeit und ist längst überfällig. Wir haben mehr als alles dabei. Wir haben genug Ruten dabei, wir haben genug Köderfische dabei, wir haben genug Steine dabei, wir haben genug Hunde dabei. Und Essen. Genug Essen dabei. Wir sind gut gelaunt. Zeit haben wir. Ja. Ihr sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo am Weihnachtsessen und haut euch den Bauch voll und habt danach böse Blähungen. Wir können entspannt in der frischen Luft die Blähungen ausdünsten. Er hat halt trotzdem böse Blähungen. Ich habe trotzdem böse Blähungen. Wir haben noch ungefähr 2500 Kilometer vor uns, wo wir hinfahren. Das verraten wir euch natürlich nicht, wie immer. Und deswegen wollen wir nicht mehr weiter rumlabern. Es geht weiter und wir melden uns später, wenn wir am Wasser sind. Oder hast du einen Biss gehabt? Was? Einen Biss gehabt hast du? Ah, für einen Biss. Ja. Alex. Du allein? Nee. Also ich allein, mit dem Kralinger allein. Der war auch so lang wach? Also wir waren zu zweit allein so lang wach. Okay. Sonst keiner. Naja, der andere war ja nicht mehr wach. 5:30 haben wir gesagt, wir legen uns jetzt mal ab, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was kommt. Außer, was ganz sicher war zu dem Zeitpunkt auch schon, dass es um 9 Uhr hell ist und dass dann der nächste Einsatz gefahren wird. Wir sind irgendwann in der Nacht angekommen, mussten dann noch da, also wir sind da hingefahren, wo wir hinfahren wollten, ist ja klar, was wir uns so von Google angeguckt hatten, weil wir dachten, da kommen wir ganz gut zum Wasser. Dem war aber nicht so, deswegen mussten wir dann heute Nacht auch nochmal umdisponieren. Dann kam nochmal Google ins Spiel. Wir sind dann noch eine ganze Zeit durch die Nacht gehämmert, haben dann aber irgendwann einen guten Platz gefunden, haben alles soweit ausgeladen, damit wir schlafen konnten, weil es hat ziemlich stark geregnet. Köderfische ins Wasser, nur die Zelte hingestellt. Und ich bin fit, auch vor allen Dingen sehr motiviert
Und hier die zwei anderen Kollegen da hinten, die sind... Die sind auch fit. Auch fit. Und hochmotiviert. Ja. Hochmotivierter als der Mann mit der Kamera. Das stimmt überhaupt nicht. Ah. Ja. Ja. Uns geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich weiß nicht, ob von den zwei Jungs noch einer was sagen will. Ich glaube, heute Morgen eher nicht. Nö. Und deswegen war's das mit der Morgenansage. Wir gehen jetzt angeln. Wir machen jetzt Location. Wir gehen jetzt aufs Boot, nachdem wir einen Kaffee getrunken haben. Und gucken uns das hier an. Und dann entscheiden wir, ob wir hier bleiben oder ob wir vielleicht wieder alles einladen und nochmal woanders hinfahren. Ja. Also ist halt ein neuer Abschnitt für uns. Wir kennen das hier nicht. Deswegen wissen wir auch nicht genau, ob wir heute hier angeln. Und wo wir genau angeln, wissen wir auch nicht. Aber das macht ja auch dann die Spannung aus. So, und bevor ich es vergesse, ihr habt ja jetzt bestimmt Langeweile. Ihr abonniert jetzt mal hier unseren Kanal. Betätigt auch direkt die Glocke, weil dann kriegt ihr immer mit, wenn wir hier so geile Videos für euch setzen. Also nochmal, Kanal abonnieren, Glocke betätigen und am besten auch direkt das Video liken. Und dann läuft es. Yeah, this before, boy. Toto Pauqua. Svensson. Ja. Hast du in deinem bisherigen Leben schon mal Berührungspunkte mit dem Costa Cordalis? Ich kenne irgendwelche Lieder von dem, ja. Kommst du jetzt da drauf? Ja, wir haben uns ja gestern drüber unterhalten, wer so einer von den schwersten Spezialisten ist. Und ich finde Costa ist schon auch einer, der ganz vorne mitspielt. Was meinst du denn, wie dem seine Mutter den morgens gerufen hat? Was meinst du denn, wie dem seine Mutter den morgens gerufen hat? Costa, komm mal bitte. Glaubst du so die einfach? Die Cornflakes sind fertig. Ich dachte jetzt, der Sascha lässt die Hose runter, der will jetzt sitzen hier. Costa, die Cornflakes sind fertig. Also, wie wir so wohl gesagt haben. Was? Wie wir so wohl gesagt haben, wenn er Costa heißt. Der macht jetzt auch gar nichts, als ob das jetzt jeden Tag so passiert. Seit 5 Jahren. Übel Mundgeruch, mein Freund. Der? Ja, der hat so gestunken gestern auf der Fahrt, ne? Ich muss was zugeben. Der Jess hat keinen eingelassen, die waren alle von mir. Was? Ja. Jetzt sag nur, das wundert dich. Die waren wirklich alle von mir. On the road again, würde ich sagen. Also, letzte Information für euch war ja die, dass wir aufgestanden waren, Location machen wollten auf dem Fluss. Das haben wir auch getan. Hannes und ich waren unterwegs. Sascha hat in der Zeit ein bisschen das Camp organisiert. Ja, es hat uns einfach nicht gefallen. Das Wasser war, sah komisch aus, es war glasklar, es war recht kalt. Dann haben wir drei einfach zusammengesessen, haben kurz geredet und die Entscheidung war relativ schnell gefallen, innerhalb von 3 Sekunden ungefähr. Wir sind jetzt im Auto, es geht jetzt wieder an ein anderes Gewässer. Das kennen wir auch nicht wirklich. Ich war da zwar in der Vergangenheit schon mal, aber auch das ist jetzt für um die Jahreszeit Neuland, aber ist egal. Wir haben jetzt noch ein paar Kilometer zu fahren und hoffen, dass wir vor der Dunkelheit da sind und hoffen auf jeden Fall, dass wir heute Abend unsere Route drin haben. Ja? Also hier der andere, der konzentriert sich komplett beim Fahren. Seht ihr, der ist viel zu dick angezogen auch, der schwitzt. Ja. Also, wir geben weiterhin unser Allerbestes. Und wenn euch langweilig ist, denkt immer mal dran, vielleicht den Kanal mal zu abonnieren. Ja? Glocke direkt dazu und auch das Video liken. Dann ist das optimal gelöst und wir haben Freude. So, und jetzt geht's ans Wasser. Jetzt geht's ans Wasser.
Was ist los, Allemann? Das ist saugefährlich hier, wenn man hier sich auf das Ding setzt und hat so einen Spieß da unter dem Ding. Mhm. Dann hast du ein riesen Loch da drin. Vielleicht habe ich jetzt schon eins drin. Wahrscheinlich. Oh. Keep on hammering. Guck mal hier. Das ist eine Rundschnecke. Das war Platz. Da war Platz, das ist jetzt dein Platz. Also alles klar bei dir? Es regnet mal wieder, alles wie immer. Hey Sascha, was meinst du denn? Situation, was ist deine Meinung? Hast du heute Morgen noch gar nichts gesagt. Bei mir zwei haben wir jetzt schon mal geschimpft, Sven und ich, dass alles richtig Kernschrott ist. Ja, ist das alles in der Zeit Kernschrott? Ist das bei dir? Ihr seid zu negativ eingestellt. Ich hab gesagt, schlechte Stimmung ist jetzt scheiße. Ja eben, deshalb sage ich Weil wir haben noch niemals angefangen und es ist schon schlechte Stimmung. Und ich schaue in der Scheiße. Und das finde ich halt auch scheiße. Ja. Das finde ich aber gut, dass bei dir die Stimmung gut ist. Ja, bei mir gibt es keine schlechte Laune. Finde ich gut. Deshalb hör auf zu motzen jetzt. Nee, es ist ja so. Ja, aber warum seid ihr denn jetzt noch einmal schlecht gelaunt, sag mal? Ich bin nicht schlecht gelaunt. Ja, natürlich, der ist auch schlecht gelaunt. Ich bin der Erste, der heute Morgen gesagt hat, schlechte Stimmung ist jetzt scheiße. Ja. Ich glaube, der Mann hinter der Kamera soll sich schlecht gelaunt. Ja, ich bin schlecht gelaunt. Aber ich tue wenigstens jetzt so, als bin ich nicht schlecht gelaunt. Ich sag, dass ich schlecht gelaunt bin. Ich bin aber wirklich auch nicht schlecht gelaunt. Ich aber. Ihr, uns könnte es wirklich schlechter gehen. Ohne Scheiße. Ihr seid so scheiße gelaunt, dass der Hund zittert. Vielleicht ist auch der schlecht gelaunt. Ich glaube, dass das hier der negative diese Quelle ist für das Negative. Ja, der Ork, der Schwarze. Aber jetzt mal ehrlich, wir sitzen hier an dem Ufer von einem geilen Fluss. Ich habe eine Tasse Kaffee in der Hand. Ich habe hier einen kompletten Nussler in der Hand. Ja. Also mal ehrlich, es könnte echt schlechter laufen. Ja, natürlich. So, wir machen jetzt einen vernünftigen Plan. Ja. Formulier mal einen Wunsch für den heutigen Tag. Was ist dein Wunsch für den heutigen Tag? Mein größter Wunsch für den heutigen Tag wäre, dass wir eine zwischenmenschliche Basis finden, auf der wir uns nicht die Augen auskratzen, bis wir heute Abend die Routen gelegt haben. Das wäre mal so erster Schritt. Okay. So, Sascha, willst du was ergänzen? Geht dein Wunsch in die Nee, Sascha Richtung? Darf ja einen eigenen Wunsch. Das ist ja schon mal was, ja. Er darf ja einen eigenen Wunsch formulieren. Ja. Also wenn ich mir einen Wunsch raussuchen könnte, dann wäre es, wenn das Fuck-Wetter endlich aufhört. Das ist aber auch ein bisschen, bist jetzt schon ein bisschen voreingenommen, weil du im Regen sitzt, ja. Genau, ja. Ja. Ich denke, das ändert sich schon, wenn du hier im Zimmer... Ja, mein Platz ist besetzt, da sitzt der Gollum. Ja, ja. Nee, aber mal ernsthaft, also ich würde mir wünschen, dass wir einfach nachher mal ein kleines Zeitfenster kriegen, wo es einfach nicht pisst, damit wir mal einfach in Ruhe mit dem Boot fahren können. Ich meine, das können wir, wenn es regnet, auch. Macht aber deutlich mehr Spaß, wenn es eben nicht regnet, dass wir mal ein bisschen Überblick kriegen, nochmal den einen oder anderen Platz checken können und dann einen richtig schönen Plan zurechtlegen und heute Abend dann richtig starten. Weil ich sage halt hier, das Geangel nach einer Nacht, also das ist für mich immer die Ankunftsnacht, da gibt es auch Leute, die sehen das anders, aber die Ankunftsnacht ist für mich immer schlecht, weil man erstmal pennen muss, weil man erstmal reinkommen muss, weil man noch null Gefühl hat für den Fluss aktuell. Und das kommt jetzt und von daher sehe ich das... Meistens ist man dann auch noch müde und schlecht gelaunt. Ja, ja. Das ist immer wieder beim Thema. Ja? Also schlechte Laune ist jetzt abgehakt. Ja. Wir trinken jetzt einen Kaffee und dann machen wir ein bisschen Location. Genau. Und heute Abend geht es dann die richtige Angelei los. Genau. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ausgeruht, konzentriert. Knüppelvoll und fern der Heimat, haben sie uns früher immer gesagt. Where am I supposed to be? Is it all the matters that I can't get free? Shackles on my ankles, by my feet. Seem to get tighter when I try to leave. Wonder if the navy blue sky could set me off right. Watching stars fly, my only peace of mind. This bad little feels nice. So maybe I'll lie. Weapons in the grass. This ain't no more grass. I hope stay from the controversy. What it say? Just hoping it don't hurt me too much. Just hoping it don't hurt them too much. Too much.
I seem to practice what they preach to. When everybody's equal, when I visit my dreams, it's all peaches and cream. So I abstain from the controversy. What a shame. Just hoping it don't hurt me too much. Naja, wir waren gerade dabei, uns zu streiten. Wir waren gerade dabei, uns zu streiten. Der Tourabbruch stand schon im Raum. Und dann hat der Fisch halt gesagt, Leute, entspannt euch. Ich bin ja da. So, also manchmal entscheidet der Fluss. Nee. Der Fluss entscheidet immer. 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 Schon fast sagen, der Morgen danach. Also ihr habt es ja gesehen, hier im Hintergrund ist munteres Treiben. Hannes hat Zähne geputzt, putzt Zähne. Sascha macht wieder Feuer an. Jesse sitzt schon auf dem Stuhl. Wir sind gestern wieder umgezogen. Also nicht ein neues Gewässer, sondern direkt wieder ein neuer Platz. Es kam gestern Abend auch direkt ein Fisch. Um kurz nach sechs, es war gerade dunkel, ist eine der Ruten abgehämmert. Stabiles Gerät. Ich denke, das zeigen wir euch nachher noch. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist ein ganz flacher Fisch, also der Biss kam auf 2 Meter, U-Posen-Montage. Und jetzt dachte man eigentlich, es kommt die Nacht noch mehr, aber dem war nicht so. Aber es ist halt immer noch Winterangeln und wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal froh, dass wir den ersten guten Fisch, und es ist auch wirklich ein guter Fisch, dass wir den auf der Habenseite haben. Auf der Habenseite haben, das ist auch prima. Ja, also wir werden uns jetzt hier einen Kaffee kochen, einen weiteren Plan machen, vielleicht die Fiederrute mal raushämmern. Und ich denke, dass wir auch noch mal an dem Platz eine weitere Nacht sitzen bleiben, weil er hat ja Fisch gebracht. Und dann schauen wir mal weiter. Ja? Und ihr denkt auf jeden Fall dran, wenn euch jetzt genau im Moment langweilig ist, dass ihr unseren Kanal abonniert und dass ihr die Glocke betätigt, weil dann kriegt ihr immer die geilen Blankweltmeister-Videos angezeigt, wenn ein neues rauskommt.
C'est du fou. C'est du fou. C'est énorme. Oh, vraiment une tête incroyable. Alter Schwede, die zwei labern wieder so eine gequirlte Scheiße. Also hier, Leute, endlich der Fisch von, der Hannes sagt immer, von die Nacht. Von die Nacht? Von die Nacht. Das sagt man im Saarland so. Ja, Fisch von die Nacht. Gestern Abend 5:30 hat's geklingelt. Wir haben ihn jetzt eben gerade gemessen, 1,68, aber gut gebaut. Ich interveniere kurz im allergrößten Streitgespräch hier zwischen uns drei. Ja. Stimmung war sehr angespannt und dann kam wieder die Entscheidung vom Fluss, dass er gesagt hat, Ende der Diskussion, geht angeln. Okay, also Fisch darf schwimmen und wir hämmern weiter. Oh, alles. Hm? So fertig, wir haben hier gestern auch noch mal eine richtige Bombe gefangen. Schwer wie Blei. Zweite Nacht richtig geangelt, wieder eine Aktion bei steigendem Wasser. Wieder ein ganz stabiler Fisch, Länge verraten wir euch natürlich wieder nicht. Ganz flaches Wasser. Ganz flaches Wasser. Nach langer Zeit mal wieder ein Fisch von uns zwei zusammen. Geil, genau. Richtig geil. Und wir haben jetzt einfach wieder hier das Lager abgeschlagen, habt ihr ja gesehen, das Wasser ist schnell gestiegen. Wir machen jetzt kurz noch Fotos, gehen dann zum neuen Platz, bauen alles auf, setzen die Ruten. Dann geht's weiter, ist wieder Winterangel, ist wieder Stress, aber ist wieder so wie immer. Und so wollen wir's haben! Genau so wollen wir's haben! Tschüss! Tschüss! Oh yeah, oh yeah. Präsentieren wir kurz deine Unterbuchse hier. Geil, oder? Hä? Opa hat immer gesagt, wenn du keine Hosenträger hast, dann musst du sauber an der Achsel innen rascheln lassen. Dann hält das. Stay strong. Stay strong.
to the table. Ain't easy, I can tell. Also ich meine, es ist ja jetzt hier immer noch weiter steil am Hochgehen. Ja. Ja. Ist ja, die Kurve war mal kurz abgeflacht, das war, wo wir letztes Mal geguckt haben. Und jetzt steigt sie ja wieder. Wir haben uns jetzt, ich glaube, 2 Tage gar nicht gemeldet. Aber wenn ihr die Bilder verfolgt habt, wisst ihr mit Sicherheit auch den Grund dafür. Wir haben ziemlich starkes Hochwasser gekriegt, sind gestern zu einem neuen Platz gemoved, wo wir eigentlich dachten, das funktioniert von der Präsentation. Aber mussten dann leider in der Nacht schon relativ früh erkennen, dass das Bullshit war. Die Routen wurden alle abgeräumt. Jetzt heißt es heute wieder moven. Es ist der vorletzte Tag im Jahr. Wir haben alle überhaupt keinen Bock, sind ziemlich angepisst. Die Stimmung im Camp ist extrem angespannt. Es wurde hier heute Morgen auch schon geschrien. Es kamen 2 Fische, aber die sind im Moment völlig egal. Wir geben jetzt weiterhin Gas. Ab heute ändert sich der Trip. Es ist jetzt kein chilliges Winterangeln. Jetzt haben wir knallhartes Hochwasserangeln. Wir bleiben dran. Morgen ist der Silvesterabend und ja, hier ist glatt spannend. Gesetzt. Genau. Johannes, ich habe hier noch 5 cm Platz. Also Freunde, ich filme hier gerade, ich mache gar nichts. Du machst gar nichts. Okay, dann warte. Ah ja, hier wird's flacher. Ja. Aber auch wenn das Wasser jetzt noch ein bisschen tropft, wird es auch hier eng irgendwann. Ja? Also ungefähr 1,5 Meter haben wir noch Puffer. Dann steht's auf Feld. Der Chest ist auch schon wieder gewässert. Sogar. Und im Endeffekt gibt es ja jetzt nur eine Möglichkeit, ufernah angeln, dass wir möglichst dreckfrei sind, möglichst lange dreckfrei. Das ist halt jetzt einfach ein Bereich, wo wir denken, das ist eine Ruhezone, weniger Strömung.
Das Treibgut ist ein bisschen rausgedrückt, dadurch, dass das eine kleine Bucht ist. Und im Endeffekt ist das jetzt anglerisch ganz einfach. Wir setzen die Dinger jetzt gestaffelt, ufernah, zwei Fluss ab, zwei Fluss auf. Bei der Flussabrute die längere, die ufernächste, die darüber kommende ein bisschen weiter raus, oben genau umgekehrt. Das heißt, die weitest hochgesetzte Rute geht ein bisschen weiter raus. Die zweite nach oben geht ein bisschen kürzer ans Ufer, sodass der Fisch, der ganz oben weiß, halt rausläuft und uns dann in die andere Montage hämmert. Die Wassertemperatur hat sich nicht verändert, das ist gut. Wasser ist jetzt richtig hoch, trüb und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fische aktiv sind. Wir brauchen jetzt einfach nur Angelzeit, das heißt, wir müssen jetzt so präsentieren, dass die Montage einfach lang im Wasser ist. Und dann werden wir auch noch unseren Fisch fangen und hier werden wir auch noch einen großen fangen. Wir waren gerade hier dabei, haben die Kamera vorbereitet, waren am Installieren und dann ist eine Rute schon abgefeuert. Wir haben jetzt krasses Hochwasser, haben einen extremen Platz ausgewählt, aber die Fische sind aktiv. Die Rute ist abgelaufen, Sascha hat einen harten Drill hinter sich. Wir haben jetzt schon direkt einen geilen Fisch am neuen Platz. Ihr bleibt hoffentlich dran, denn ich bin mir sicher, da kommt noch was. Vielleicht letzte Fisch des Jahres 2021. Wir haben noch 4 Stunden Restzeit. Und jetzt hoffen wir mal, vielleicht kommt noch einer. Ansonsten ist das ein geiler Abschluss. Wir machen uns jetzt was zum Essen. We'll be right back.
So Männers, ich melde mich hier nochmal ganz kurz zurück. Wir haben noch circa 3 Stunden bis zum Jahreswechsel. Der Fisch hat unseren kompletten Zeitplan durcheinander geworfen. Und ich habe jetzt mal gerade hier eine Ansage gemacht. Der Hannes kümmert sich jetzt nochmal heute Abend um ein hopfenhaltiges Getränk. Das haben wir uns heute mal am 31.12. verdient. Gezapft. Gezapftes. Und der alte Mann hinter der Kamera, Monsieur Gimley, der hat den Auftrag gekriegt, dass er sich jetzt ein bisschen Musik kümmert und ums Lagerfeuer. Und ich werde mal Kocher und Pfanne aktivieren. Und ich war heute Mittag noch ein bisschen im Überschwemmungsgebiet und habe noch ein paar Krabben gefangen. Unter vollem Körpereinsatz. Und die gilt es jetzt perfekt zubereitet in die Pfanne zu bekommen, dass die 3 alten Männer, beziehungsweise 2 alten Männer und der Mittelalte hier. Mittelalte, mehr, jetzt gut an. Ja, der Mittelalter Mann, dass der noch ordentlich was in die Kiemen kriegt. Tschö mit Ö. So, dann wollen wir mal zur Tat schreiten. Da ich ja den Auftrag habe, mich um die Musik und ums Feuer zu kümmern. Das Feuer brennt, seht ihr. Und ich habe ja den Auftrag, neben dem Feuer auch mich um die Musik zu kümmern. Und ich weiß genau, dass der andere alte Mann, der ja nur ungefähr 6 Stunden jünger ist als ich, aber deswegen auch immer noch alt ist, dass er Schlager hasst. Und er hat ja nicht gesagt, welche Musik ich anmachen soll. Und deswegen gibt es jetzt zum Silvesterabend allerfeinste Schlager, die dann vielleicht sogar noch in die Après-Ski-Richtung abschweifen können. So, jetzt könnt ihr froh sein, dass ihr da nicht dabei sein müsst. Um das mal noch zu unterstreichen, dass ich hier mit 2 älteren Männern unterwegs bin. Einer hat so eine richtige, mit einem älteren Mann und einem noch jüngeren Mann, aber trotzdem älteren als ich Mann. Einer der beiden hat eine Altherrentasse dabei. Und wer das ist, steht die... Steht sogar drauf. Gut, steht auf der anderen Seite auch gut. Das lest ihr jetzt, ja jetzt selbst. Gott sei Dank ist der angesprochene jemand gerade nicht zugegen, sodass er da jetzt gar nicht intervenieren kann. Sind das die Gezapften? Das sind die Gezapften, ja. Was ist da drin? Was hast du reingezapft? Bananenmilch. Stimmt, deswegen schäumt das so. Mhm. Ja. Ich finde das gut, dass wir auch so ein bisschen den gesundheitlichen Aspekt hier berücksichtigen. Auf jeden Fall. Oder? Naja, Grundlage. Stoß mal an. So, zum Wohl. So Leute, der erste Fisch 2022 ist im Boot. Wieder ein schöner, heller Hochwasserwaller. Cooler Drill im flachen Wasser. Schnur war ein bisschen im Schilf verheddert. Fix und fertig. Ab zurück an den Platz. Thank you.
So, da ist er, der Okolyt aus dem Nebel. Ihr habt es ja gesehen, direkt heute Morgen, als es hell wurde, kam ein Biss. War eigentlich ein zaghafter Biss, aber das ist bei den Hochwasserfischen überhaupt nicht zu sagen vom Biss her, wie groß der Fisch ist. Wir sind rausgefahren, er hat echt einen harten Drill gemacht, die Rute war permanent krumm. Der hat sich richtig angestrengt, der Kollege, mindestens genauso viel wie ich. Hier ist er, wir zeigen euch den kurz. Der darf jetzt natürlich wieder schwimmen. Wir müssen die Ruten wieder rausbringen, es geht weiter. Die Tage sind kurz bei der Wintertour. Wir bleiben am Ball, haben noch Zeit. Und der muss sich jetzt ausruhen. Aber der Welsen ist noch da. Ich weiß, wenn der Arm zu kurz ist. Besser, wie wenn andere Sachen zu kurz sind. Gott, habe ich eine Scheißfrisur. Ja, deswegen ist das... Das wollte ich dir erst daheim sagen. Ja. Nee, sau gut, Männers. Wir sind happy, machen weiter. Starten jetzt ins neue Jahr. Und genau so machen wir das. Und setzen jetzt nochmal die Ruten. Die Ruten. Ihr habt es ja gesehen, in den letzten Tagen war hier bei dem Blenkweltmeister, bei der Wintertour der Blenkweltmeister, extrem viel los. Es gab Nebel, Scheißwetter, viele Fische, viele Aktionen. Wir hatten mega viel Spaß zusammen, Silvesterabend gefeiert. Jetzt haben wir im Prinzip zwei Probleme. Problem Nummer eins ist, uns ist heute Nacht ein Köderfischkessel aufgegangen. Ich weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Steht auch der Tourausschluss kurz bevor. Das wird gleich nochmal im Gruppenrat besprochen, inwieweit wir da vorgehen. Auf jeden Fall haben wir das Problem eben mit den Köderfischen. Das zweite Problem ist, dass jetzt innerhalb von 24 Stunden das Wasser ca. 1 Meter gefallen ist. Wir hatten jetzt in der letzten Nacht auch nur noch eine Aktion. Jetzt denkt ihr, eine Aktion ist ja immer noch geil. Ja, aber im Vergleich zu den Nächten davor mit 5-6 Aktionen ist es halt wenig. Das Wasser geht runter, die Fische werden passiv. Und aus den genannten zwei Gründen haben wir jetzt entschieden, auch im Gruppenrat, dass wir den Platz verlassen, das Gewässer nochmal wechseln. Man spricht ja oft vom Einpackfisch und heute hat es uns erwischt, besonders den Sascha, und das gar nicht mal schlecht. Also solche Einpackfische kann man in Zukunft echt noch gern öfter mitnehmen. Richtig geil, wir hatten jetzt schon fast die ersten Boote komplett beladen. Die Ruten waren natürlich noch drin, die gehen immer als letztes raus und das hat sich gelohnt. Und Leute, was ist unser Motto? Keep on hammering! Also Leute, der letzte Stand von euch war der, dass wir Hochwasser, fallendes Hochwasser bedingt und Köderfischverlust bedingt das andere Gewässer
verlassen haben. Wir hatten jetzt gestern einen extrem anstrengenden Tag. Wir sind gerade so noch in der Dunkelheit am neuen Fluss, am neuen Platz angekommen. Mussten dann noch in der Dunkelheit Location machen. Ja, es war ein strammes Programm gestern, deswegen hatten wir die Kamera auch nicht an. Also wir konnten gestern das nicht mitfilmen für euch, aber ich denke, dass wir ab jetzt wieder komplett die Tour dokumentieren. Und es war so, wir sind in der Dunkelheit, wie gesagt, zum Platz gekommen, haben dann noch, weil man ja nicht schlafen will, ohne Angel im Wasser, noch drei Ruten rausgesetzt. Und ja, was soll ich sagen, es hat nicht lange gedauert, da kam die erste Aktion, kurz danach kam die zweite Aktion und heute Morgen kam beim Aufstehen, beim Pinkeln, beim Morgenpinkeln die dritte Aktion. Ja, im Endeffekt sind wir, was die Tour angeht, sowieso schon mehr als geflasht und sprachlos, weil wir haben ja, wie gesagt, immer noch Winterangeln und wir haben jetzt eigentlich mit sehr geringem Aufwand wieder drei schöne Fische gefangen. Und ja, jetzt organisieren wir gerade hier ein bisschen das Lager. Ihr seht, die Burschen im Hintergrund setzen auch Rauchzeichen. Das ist bedingt durch das nasse Holz. Nur noch so viel für euch, auch hier am neuen Fluss haben wir jetzt an dem Ufer erkannt, dass vor kurzer Zeit das Wasser auch sehr hoch stand. Das hat uns auch gestern erst ein schlechtes Gefühl gegeben, weil ihr wisst ja selbst, ein abgehendes Hochwasser oder die Zeit nach dem Hochwasser ist anglerisch immer schlecht. Aber das Wasser hat 10 Grad, das hat uns wiederum überrascht. Die Fische scheinen noch aktiv zu sein und deswegen sind wir jetzt natürlich hier guter Dinge, dass wir jetzt hier die Tour an dem neuen Fluss auf jeden Fall auch geil mit einer coolen Stimmung unter uns, unter den Blankweltmeistern und natürlich auch vielleicht mit noch ein paar guten Fischen beenden können. Wir haben heute wieder ein bisschen Programm, Routen müssen wieder raus und dann geht's weiter. So, ich rede an dieser Stelle mal ein bisschen leiser. Ihr habt das ja mitbekommen, dass es einen Vorfall gab. Wir hatten an dem letzten Platz ja das Problem, dass unser Köderfischfass aufgegangen war. Also wir dachten, es ist aufgegangen. Es hat sich dann immer mehr verdeutlicht, dass da eine kriminelle Tat dahinter steckt. Und danach war hier im Lager unter allen Beteiligten die Stimmung extrem schlecht. Also ich denke, jeder hat jeden verdächtigt. Wir haben uns unterschwellig auch Vorwürfe gemacht. Der Ton war oft sehr laut, es wurde viel rumgeschrien. Mittlerweile ist da ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen. Es sind neben dieser Köderfischgeschichte ist noch etwas passiert. An einem Morgen, es war der gestrige Morgen, wurde der Rest, der letzte Rest von unserem Nusszopf vom Otto Schall einfach entwendet. Er war auf einmal weg. Und aufgrund dieser Tatsache hat dann das Team verstanden, dass wahrscheinlich wirklich ein Kriminalakt vorliegt, dass es eben auch einen Täter gibt. Es wurde eine Ermittlung eingeleitet, es wurde ein externer Ermittler eingeladen. Der hat seine Arbeit sehr gründlich und gut gemacht. Und wir sind am heutigen Morgen alle sehr erleichtert, dass der Fall quasi aufgeklärt ist in Tatortmanier. Es hat lange gedauert. Alle Fakten, alle Beweise wurden gesammelt, zusammengetragen, analysiert und ausgewertet. Und es steht jetzt fest, wir wissen, wer es war. Wir sind sprachlos, wir sind entsetzt. Und ich gebe jetzt mal weiter, ich bin immer noch fast komplett außer Atem, ich bin fassungslos. Ich gebe jetzt weiter an den Hannes und der Hannes wird euch jetzt hier vor der Kamera das Urteil verkünden und wird euch auch erklären, wer der Täter war. Ja, Leute, Sven hat es angekündigt. Ich habe jetzt quasi sozusagen die Aufgabe, hier das Urteil zu verkünden. Erstmal will ich euch natürlich mitteilen, wo unsere oder die Ermittlungen des externen Ermittlers hingeführt haben. Alles straight in eine Richtung. Und ich glaube, wenn ihr seht, was für einen Bildausschnitt ich hier gerade gewählt habe, dann wisst ihr auch, wer hier als Übeltäter in Frage kommt. Und es passt eigentlich, wenn er jetzt so hier so durch die Gegend guckt, das ist so genau dieses anteilnahmslose Verhalten, was er auch während der ganzen Verhandlung bisher an den Tag gelegt hat. Also er ist sich da auch, jetzt geht er sogar aus dem Raum, weil er den Druck einfach dann noch nicht mehr aushält.
Ja, es hat sich gezeigt, dass unser vierbeiniger Freund oder das Lebewesen, was sich bisher eigentlich als Freund gezeigt hatte, hat sich dann tatsächlich hier als Hauptverdächtiger herausgestellt und die Indizien sprechen halt ganz klar gegen ihn. Und dementsprechend ist es jetzt eben so, dass auf Grundlage von § 8 Artikel 3 Absatz 5 der allgemein gesetzlich zugelassenen Köderfischverwaltungsordnung im Namen des Gerichtes eben das Urteil resultiert, dass der Angeklagte Jesse James mit einer Zeitstrafe belegt wird, mit einer Zeitstrafe, die ihn quasi aus unserem ursprünglichen Lager ausgrenzt. Also wenn ihr seht, wir haben eben hier unser Lager und wenn ihr jetzt mal ein Stück mit mir geht, dann seht ihr hier im Hintergrund, ich kann soweit gar nicht zeigen, Moment, spiegelverkehrt, wie machen wir es so, einen Moment, hier dieser kleine grüne Fleck, der wurde euch ja im Zuge der Tour bisher schon als Pooptent vorgestellt, also als absoluter Ursprung des Bösen hat er sich jetzt entwickelt. Und hier wird der Angeklagte Jesse James jetzt mindestens 24 Stunden zubringen, wobei auch noch im Raum steht. Das wird sich jetzt noch ein bisschen auch vom Verhalten ableiten, was er jetzt im Rest der Verhandlung an den Tag legt, dass diese Strafe noch auf 48 Zeitstunden verlängert wird, eben auch unter Betrachtung dessen, dass er den Nusszopf noch sich vereinnahmt hat. Und diese 48 Stunden sollen dann eben genutzt werden, zum einen, dass sich die Gruppe hier mal darüber klar werden kann, ob es überhaupt zukünftig noch Sinn macht, Jesse als festen Tourteilnehmer einzuplanen oder ob wir da auf Grundlage des Geschehenen gar nicht mehr darauf zurückgreifen können, weil wir damit gar nicht mehr klarkommen. Und was noch viel wichtiger ist und was auch nochmal zur Relativierung des endgültigen Urteils beitragen kann, ist, dass der Angeklagte die Chance hat, sich 48 Stunden in Isolation, ich zeige es nochmal hier hinten, Gedanken darüber zu machen, was er falsch gemacht hat und Argumente dafür zu finden, warum er auch zukünftig dabei sein darf. Wie das Ganze ausgeht, wissen wir aktuell noch nicht. Alles ist möglich, alles kann, nichts muss. Es ist möglich, dass er nie wieder einen Uferplatz sieht. Auch ist es aber möglich, dass er noch sein weiteres Leben lang einen Uferplatz sieht, weil wir ihn eben dann einfach möglicherweise auch einfach hier lassen werden. Ja, das zeigt sich jetzt innerhalb der nächsten 48 Stunden und ich möchte an der Stelle nochmal das Bedauern aller Teilnehmer, aller drei Teilnehmer, die den Nusszopf nicht geklaut haben, an den Tag legen. Denn in Jessys Augen sehe ich aktuell kein Bedauern. Auch ich bin hier nach wie vor immer noch geschockt. Der Hannes und der Sven hatten euch ja den ganzen Vorgang ausgiebig geschildert. Und jetzt kommen wir hier zum Urteilsvollzug. Und ich zeige euch hier kurz vorher noch einmal ganz klar die Beweislage hier im Pooptent zu sehen. Sogar noch ein Stück Papier von unserem Stammbäckerlieferanten inklusive Nusszopf. Der Sicherungssplint, der Köderfischtrommel und ein Reststück eines geklauten Köderfisches. Und mir bleibt jetzt leider nichts anderes übrig, wie hier das Urteil zu verstrecken und muss an dieser Stelle sagen, Jesse James, Minimum 24 Stunden, go poop. Jess, go poop. Poop und Platz. Und bleib. Thank you.
So, der neue Fluss bietet uns neue Herausforderungen. Am letzten Gewässer hatten wir extremes Hochwasser. Hier haben wir jetzt kein Hochwasser. Das Wasser ist niedrig und klar. Aber dafür haben wir jetzt einfach extremen Wind. Wir haben, 70 km/h in den Böen. Das macht natürlich das Angeln auch nicht unbedingt leichter. Aber die Blankweltmeister sind auf jeden Fall weiterhin am Fisch. Trotz des Windes und trotz der harten Bedingungen haben wir Aktionen. Jetzt auch gerade tagsüber. Ihr seht hier, wir haben komplett vom Wind verhämmert. Also die Tour geht jetzt langsam zum Ende zu. Uns bleibt jetzt noch ein Nachmittag und dann eine Nacht. Morgen geht's heim. Da ist er, der Abschlussfisch, der letzte Fisch der Tour. Trotz der windigen Nacht, obwohl wir fast nichts mitbekommen haben von dem Biss, haben wir ihn gefangen. Hat einen guten Drill gemacht, ist ein dicker Fisch aus klarem, flachem Wasser. Und ich will jetzt gar nicht mehr so viel labern, der Fisch geht jetzt sofort zurück. Wir haben die Boote schon geladen, dann geht es zurück zum Auto und dann geht's heim. So, die Zivilisation hat uns wieder. Die Blankweltmeister fahren nach Hause. 2 Wochen Winterangeln liegen hinter uns. Ihr habt alles mitverfolgt, ihr habt gesehen, was passiert ist. Es war anstrengend, es war geil, es war emotional, es war Natur, es war Winter, es war kalt, es war warm, es war alles. Und bevor wir jetzt weiterfahren, möchte euch der Sascha noch ganz kurz was mitteilen. Man sagt mir ja so eine gewisse Affinität in Sachen Holz zu. Und am Fluss findet man auch immer mal ein geiles Stück Treibholz. Und deshalb haben wir gedacht, dass wir ein kleines Gewinnspiel mit euch machen. Und ich habe hier mal so ein Stück Treibholz mitgenommen und das werde ich ein bisschen bearbeiten. Und ich werde da was reingravieren und wir drei Tourteilnehmer werden das unterschreiben. Und derjenige von euch, der in den Kommentaren reinschreibt, was ich da drauf schreibe nach unserer Winter-Blankweltmeister-Tour, der bekommt dann das Ding hier handsigniert von uns und wir hoffen, dass er das dann in Ehren hält, wenn ihr Spaß dran habt. Also das heißt jetzt für euch fleißig kommentieren und bevor wir es ganz vergessen, euch interessiert bestimmt brennend, weil wir sind ja jetzt hier nur zu dritt, ob der vierte Tour-Teilnehmer, der kleine schwarze Kollege, ob der immer noch am Fluss sitzt oder ob er wieder mit nach Hause fahren durfte. Und um die Sache auch aufzulösen, gehe ich jetzt einfach mal kurz zum Beifahrersitz und filme mal kurz in den Fußraum und dann könnt ihr euch davon überzeugen, wie wir uns entschieden haben. Da ist er. Stess, bleib. Also da sitzt er. Für ihn ging die Tour dann doch gut aus. Ich hoffe, er hat aus seinem Vergehen gelernt. Beim nächsten Mal läuft es nicht so glimpflich ab. Das war's jetzt endgültig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's Ciao, gut. Mers. Yes! Ich hab keinen Freund. Und mir ist alles unscharf, aber scheißegal. Flaches Wasser. Ganz flaches Wasser. Nach langer Zeit mal wieder ein Fisch von uns zwei zusammen. Geil. Genau. Richtig geil.